Yo, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Heute mit einem Review zu Josenju oder auch als Hermit Yukai bekannt. Das ist eins von den drei Themendecks, die jetzt in Secret Forces rauskommen. Und die haben halt bisher nicht so viel Beachtung bekommen, weil jeder nur über die Necros-Karten redet. Deswegen heute mal ein Review dazu. Aber davor halt noch ein kleiner Shoutout an Yugi Deluxe. Das sind zwei coole Jungs, die angefangen haben, ein paar Videos zu machen. Den Channel könnt ihr da rechts sehen. Könnt da draufklicken, wenn ihr mal Bock habt. Das würde mich und die freuen, wenn ihr das tut. Ansonsten geht's jetzt los mit dem Review. Also, das ist jetzt ein neues Themendeck. Was interessant ist, ist, die haben Pendelmonster und halt normale Effektmonster. Die sind alle Wind. Endlich mal Wind-Support. Das wurde ja bisher eher vernachlässigt. Und das Interessanteste ist vielleicht, dass die halt Beast Warrior sind. Was machen die genau? Soweit ich das beurteilen kann, sind die eher so ein langsames Control-Deck, das halt langsam immer plus 1 macht, halt immer langsam seinen Vorteil aufbaut. Eher so wie Satella und Firefist und halt nicht so explosiv. Und wie machen die das? Und zwar haben sie die Effekte, dass wenn sie normal beschworen werden, dann kannst du noch eine zusätzliche Normalbeschwörung durchführen, um halt noch ein Josenju-Monster zu beschwören. Und dann haben die noch den Effekt, dass sie am Ende der Runde, falls sie normal beschworen wurden, wieder zurück auf die Hand geschickt werden. Kann ein Vorteil, aber kann auch ein Nachteil sein. Also, das werden wir uns noch genau anschauen. Also die Josenjus haben 11 Karten bisher. 9 Monster, eine Zauber und eine Falle. 2 Monster sind bereits in dem letzten Booster erschienen. Der Rest kommt, glaube ich, jetzt an, in The Secret Forces. Als erstes haben wir auch schon, was aussieht wie das Bossmonster, Mayo Senju Daibak Pendulum. Und sein Effekt ist, also sein Pendel-Effekt ist, wenn ein Josenju-Monster, das du kontrollierst, einen Angriff deklariert, dann erhält es bis zu Ende der Battle Phase 300 ATK. Und das Interessante ist, der ATK-Bonus gilt auch, wenn die Karte das Spielfeld verlässt. Heißt also, wenn du angreifst, plus 300 bekommst und dein Gegner MST drauf macht, dann hat das Monster immer noch 300. Das ist zwar eine Kleinigkeit, aber schon relativ wichtig. Zum Beispiel also für ein paar ältere Spieler, falls sie sich noch daran erinnern, zum Beispiel als Gravekeeper mal gut war, gab es öfters so Situationen, wo die Gravekeeper haben halt ungefähr 1,5 immer und mit Necro Valley dann 2000 und dann haben die zum Beispiel einen Ryo oder so angegriffen und der Gegner hat einfach auf die Angriffsdeklaration MST gemacht auf Necro Valley und dann hat das Monster halt den Push verloren und dann ist in Ryo reingelaufen und dann hast du halt total Minus gemacht. Deswegen ist der Effekt relativ wichtig, finde ich. Dann der normale Effekt von dem Ding. Es kann nicht spezial beschworen werden, außer durch Pendulum Summon. Da fällt halt als erstes auf, dass er selber 7 Pendulum Skala hat, oder wie auch immer das heißt, und die anderen halt 3 und 5, und er selber aber 10 Sterne hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, wie man Pendulum Summon macht, durchführt, ist, dass man nur das, was dazwischen ist, beschwören kann. Sprich, wenn du 3 und 7 jetzt zum Beispiel hast, dann kannst du nur 4, 5 und 6 spezial beschwören. Und sein Effekt ist halt, er kann nicht spezial beschworen werden, außer durch Pendel-Beschwörung. Und ich wüsste halt nicht, wie das gehen würde mit seinen 10 Sternen. Aber egal, schauen wir mal weiter. Also seine Pendel-Beschwörung kann nicht negiert werden. Und wenn er normal oder spezial beschworen wird, kannst du bis zu 2 Karten wählen auf dem Feld und sie zurück auf die Hand schicken. Und während der Endphase, falls die Karte spezial beschworen wurde, diese Runde, wird sie zurück auf die Hand geschickt. Also der Effekt ist relativ stark, aber es ist halt schwer, ihn rauszubekommen. Spezial geht halt nicht, wie wir gerade festgestellt haben. Das Einzige, was mir einfallen würde, wäre Normalbeschwörung, indem du halt ein Josenju-Monster beschwörst. Sein Effekt, du darfst noch einen beschwören. Und sein Effekt ist, dass du nochmal beschwören darfst und dann opferst du halt die 2 für den halt Normalbeschwörung. Das wäre halt minus 2, um dann nur um den rauszubekommen. Also ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Als nächstes haben wir Josenju Yama Misaki. 2-3 ATK, 200 Def. Sein Effekt ist so wie Katastor, nur gegen alle Nicht-Windmonster. Und wenn er Pendel beschworen wird, kannst du eine Karte von deinem Gegner wählen und die zerstören. Und auch er wird halt in der Endphase, in der Special beschworen wurde, circa auf die Hand geschickt. Er hat halt 6 Sterne, sprich du kannst ihn ganz normal Pendel beschworen mit den Karten, die wir zur Verfügung haben. Und 6 Sterne heißt, er braucht ein Tribut. Also kannst du einfach einen Josenju beschwören, den Effekt nutzen und noch eine Normal sammeln bekommen und halt das Monster dann opfern für den hier. Dann haben wir Josenju Magatsu Zenran. Der ist halt schon erschienen bei uns. Der hat auch 6 Sterne, also die gleichen Faxen kann man
wir die machen wie mit dem davor. Sein Effekt ist, wenn er normal beschworen wird, kannst du Yosenju-Monster aus deinem Deck spezial beschwören, außer ihn selber. Und auch er geht halt zurück zur Hand in der Endphase, falls er spezial beschworen wurde. Also kann man mit ihm Yamamizaki aus dem Deck special und dann auf Gang 6 Exit gehen. Aber mir würde jetzt keiner einfallen, der irgendwie besonders stark wäre auf Gang 6. Dann haben wir Josenju Kaman Litachi. 4 Sterne, 1,8, 200 Death und Beast Warrior, also super mit Tanky. Und wenn er normal beschworen wird, kannst du sofort danach noch ein Josenju Monster normal aus ihn selber halt. Und sein Effekt ist halt, er kann den Gegner direkt angreifen. Aber falls er das tut, dann wird der Schaden halbiert. Und er geht in der Endphase zurück auf die Hand, wenn er genormelt wird. Im Gegensatz zu den Großen halt, die zurückgehen, wenn sie gespecialt werden. Jetzt kann man sich halt streiten, ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, weil offensichtlich der Vorteil ist, dass du den Effekt nächste Runde nochmal einsetzen kannst. Und der Nachteil ist halt, dass du keine Feldpräsenz hast. Als nächstes haben wir Josenju Kamaitachi. Also die drei haben echt ähnliche Namen und die englische Übersetzung habe ich, glaube ich, gesehen, da haben die einfach den gleichen Namen mit 1, 2 und 3. Also er hat denselben Effekt, dass wenn er normal beschworen wird, kannst du nochmal den Normal Summon machen, außer ihn selber halt. Und wenn du einen anderen offenen Josenju kontrollierst, kannst du eine offene Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert und sie zurück auf die Hand schicken. Das ist ein schlechter Effekt, relativ stark. Und der Effekt kann halt nur also einmal aktiviert werden, solange er auf dem Feld liegt. So ähnlich wie Windup oder so. Und er geht in der Endphase wieder zurück auf die Hand, in der er genommelt wurde. Also in dem Fall ist es zum Beispiel gut, dass er wieder zurück auf die Hand geht, damit du den Effekt wieder öfters nutzen kannst. Der letzte von den drei ist Josenju Kamai Nitachi. Wieder derselbe Effekt, wenn er genormelt wird, kannst du noch eine Normal Summon machen, außer ihn selber. Und wenn ein anderes Josenju-Monster, das du kontrollierst, Kampfschaden macht, dann kannst du eine Josenju-Karte von deinem Deck auf die Hand suchen. Der Effekt geht nur einmal pro Runde und er geht auch wieder zurück auf die Hand. Eine kleine Kombo, die man jetzt schon sehen kann, ist, du beschwörst den hier, dann den, der direkt angreifen kann. Der greift dann direkt an und kannst dir dann mit dem hier was searchen. Zum Beispiel dieses Boss-Monster da, das zwei Tribut braucht und dann kannst du den beschwören. Und zwei Karten wieder zurück auf die Hand schicken. Dann haben wir noch das andere Monster, das bereits bei uns erschienen ist. Josenju Tsuji Kirikaze. Sein Effekt ist, in der Endphase, in der er genommelt wird, kommt er zurück auf die Hand. Und dann hat er noch zwei Effekte. Jeden von denen kannst du nur einmal pro Runde aktivieren. Der erste ist so wie Kalut. Im Damage Strip kannst du den abwerfen, um ein Josenju Monster 1000 ATK zu geben. Und der andere Effekt ist, auf dem Feld kannst du einem Josenju Monster 1000 ATK bis zur Endrunde geben. Sprich, du könntest sie einem Monster 1000 ATK geben, der kann dann über was drüber rennen, dann geht der Endphase zurück auf die Hand und dann schützt er das Monster, falls es angegriffen wird. Und natürlich auch wieder Beast Warrior, also super mit Tanky. Dann kommen wir zu den letzten zwei Monstern. Zwei Pendel-Monster. Das erste ist Josenju Saren Jinchu. Pendel-Effekt, wenn ein Josenju Monster, das du kontrollierst, zerstört werden würde durch Kampf- oder Karteneffekt, kannst du ihn halt dafür zerstören. Und Monster-Effekt, wenn er genormelt wird, geht er in Death und dein Gegner kann keine anderen Josenju-Monster, die du kontrollierst, mit Karteneffekten wählen, zielen. Also Effekt relativ schwach und passt gar nicht zu dem Themendeck irgendwie. Keine Synergie, also nur vom Namen her wichtig und weil es Pendel ist. Der andere ist Josenju Ugen Jinchu, der ist Pendel 5 und sein Pendel-Effekt ist einmal pro Runde, wenn du eine Josenju-Karte in deiner Pendelzone kontrollierst, kannst du seine Pendel-Skala auf 11 erhöhen. Und wenn du diesen Effekt aktiviert hast, kannst du nur Josenju-Monster für den Rest des Zuges specialen. Also jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet, wie wir das Boss-Monster rausbringen. Diesen 10er da, über den wir als erstes geredet haben. Und sein Effekt, Monster-Effekt ist halt, auch wenn er genormelt wird, wird er in Death gedreht und dein Gegner kann keine Josenju-Monster für angeführt wählen. Außer ihn selber. Also auch relativ nutzlos und auch gar nicht passend zu dem Themendeck, also auch eher nur für Pendel benutzt. Dann kommen wir zu der Zauberkarte, die ist relativ interessant. Yokai Shrine of Trials, dauerhafte Zauberkarte. Effekt, jedes Mal wenn du ein Hermit Yokai, beziehungsweise halt Josenju jetzt, Monster normal oder Specials, erhält es halt einen Counter. Dann kannst du entweder ein oder drei Counter entfernen, um halt diese Effekte zu aktivieren. Einen und alle deine Hermit Yokai Monster, die du gerade kontrollierst, erhalten 300 ATK für den Rest der Runde und drei Counters und du kannst einen Hermit Yokai aus dem Deck oder Friedhof auf deine Hand holen. Aber den Effekt kannst du leider nur einmal pro Runde aktivieren. Also Konami hat aus den Fehlern von Six Samurai und Portal gelernt.
Dann kommen wir zu der Falle. Das ist, glaube ich, die interessanteste und stärkste Karte von denen. Deswegen auch der Vergleich zu Satella Knight vorhin. Und zwar Secret Technique of the Jusenju, Konterfalle. Wenn eine Zauberfalle oder Monster-Effekt aktiviert wird, während du eine Jusenju-Karte kontrollierst und alle deine offenen Monster, die du kontrollierst, falls du überhaupt welche hast, Jusenju sind, kannst du die Aktivierung negieren und die Karte zerstören. Also so ähnlich wie Satella Knight, Alpha Nova. Vorteil ist halt, du musst kein Monster kontrollieren. Es reicht, wenn du eine Jusenju-Karte hast, also zum Beispiel die Zauberkarte oder ein Pendulum-Monster. Also relativ stark. Ja, das waren alle Karten jetzt. Ganz interessant finde ich, das Themendeck. Hat Potenzial. Aber irgendwie passt das Pendel-Ding nicht dazu. Also die Pendel-Monster und die anderen UKs harmonieren irgendwie nicht, finde ich. Also entweder spielst du es auf diese Normalbeschwörungstypen, die dann nochmal normen können und halt auf die Falle und so. Oder du spielst es halt auf Pendel, aber zusammen passt es irgendwie nicht. Und das Starke, finde ich, ist halt, dass man sich die Falle raussuchen kann mit dem Kamamitachi. Und den kann man sich halt mit Tanky raussuchen, also hat echt Potenzial, das Deck. Mal schauen. Ich werde es vielleicht mal testen und dann ein paar Videos dazu aufstellen. Ansonsten war es das, Leute. Jusenju Hermit UK Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, hinterlasst einen Kommentar, liken, subscriben. Schaut unsere anderen Videos an. Und ciao.